Wir schicken Sie nicht uninformiert, wenn es um Netzthemen geht, in dieses Wochenende. Sie müssen gut vorbereitet sein, damit Sie in der WhatsApp-Gruppe glänzen können. Marie ja. Hemmschmid ist da. Guten Morgen, Marie. Guten Morgen. Wir haben ein großes Diskussionsthema. Ja. Wir stellen fest, unser gesellschaftliches Miteinander verroht ein bisschen. Ja. Und ein Berufsstand leidet darunter ganz besonders. Und zwar geht es um die Kellner. Wir haben über ein Restaurant in Nordrhein-Westfalen berichtet. Und da fallen von Gästen an Kellner unter anderem so Sätze wie: Beweg deinen fetten Arsch, ich hab Hunger. Wahnsinn. Da fällt einem erstmal die Kinnlade nach unten, weil also zumindest wir wurden so nicht erzogen, würde ich jetzt einfach mal für dich mitsprechen. Und da wundert es keinen, wenn die Leute nicht mehr Kellner sein wollen. Ne? Und darum sind auch 65.000 Stellen im Gastrobereich aktuell in Deutschland nicht besetzt. Wahnsinn. Und dieses ganze Thema und der raue Umgangston, das bewegt unsere Zuschauer sehr. Da haben unsere Kommentarspalten ein bisschen geglüht. Da wurde zum Beispiel hier sowas gesagt wie von Vera: Wer jemandem, der ihm das Essen bringt, schlecht behandelt, sollte sich nicht über Besonderheiten im Essen wundern. Es ging um Spucke. Also viele von unseren Zuschauern haben vorgeschlagen, dann einfach mal dem Gast, dem Unhöflichen, ins Essen zu spucken. Die Tanja sagt, es ist nicht nur in Restaurants der Fall, auch im Einzelhandel wird man böse beschimpft und beleidigt. Die Leute haben keinen Anstand und Respekt mehr und sie wechselt jetzt nach über 30 Jahren den Beruf, weil es einfach nicht mehr geht. Sagen viele im Kundenkontakt einfach, ja. Auch an der Kasse oder so, an der Servicestelle ist schwierig. Es gab aber auch die Meinung, ob jetzt der Kellner mit Zaffer schon Zunge spricht oder der Kunde kommt auf die Situation an. Sie sagt, der Kundenservice in Deutschland ist schlecht bzw. schlimmer geworden. Und zwar auch nicht nur in Restaurants, sondern überall. Also man kann sagen, der Ton scheint offenbar beidseitig einfach rauer zu werden. Und wir müssen uns vielleicht einfach mal ein bisschen am Riemen reißen. Einfach alle ein bisschen netter miteinander sein. Das würde das Leben so sehr vereinfachen, würde man meinen. Es geht auch schön. Wir kommen zu einem großartigen Thema. Wir haben über Gerüche gesprochen diese Woche. Und zwar in einem Social-Media-Forum trendet gerade die Frage: Was ist dein Lieblingsgeruch? Parfums jetzt mal außen vor gelassen. Mhm. Deiner? Ich hatte vorhin Pflaster gesagt, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich den Geruch von neuen Tennisbällen noch besser finde. Ja. Meine ganze Kindheit habe ich an Tennisbällen geschnüffelt. Wir haben schon mal vorhin nachgemacht, du schnüffelst so an Tennisbällen und Alina am Nacken ihrer Kinder. Ja, das stimmt, hat sie gesagt. Schön. Mein Lieblingsgeruch ist geschmolzene Butter. Darin kann man übrigens auch Garnelen braten, was Dominiques, die liebe Kollegin, Lieblingsgeruch ist. Ich wollte gerade sagen, ihr seid ein gutes Team, ne? Wir sind ein sehr gutes Team. Wir passen einfach wie Butter und Garnele zusammen, ganz richtig. Es gab aber auch so schöne Sachen wie hier Westpaket, Mischung aus Seife, Schokolade, Kaffee und so weiter. Das war der Himmel auf Erden. Also meine Eltern sind auch aus der DDR und das hat bei mir gleich angeklungen. Gerüche erinnern einen ja so an Sachen. Mhm. Sprit an der Tankstelle, da hast du dich gefunden. Ja. Ne? Kaffeepäckchen beim Aufmachen Hundebabys. Oh ja, super. Und diesen muss ich einfach noch hier mit reinbringen. Das Fell meines Katers, ich inhaliere ihn richtig. Ich inhaliere meinen Kater nicht so, aber ich muss auf jeden Fall mein Gesicht so in ihn reindrücken. Er ist da nicht so der größte Fan von, aber mal. Das überrascht mich, aber hier zum Beispiel neue Bücher verstehe ich auch total. Geranien erinnern mich an meine Oma. Das ist wie gesagt dieses Thema, wenn ein Gerüche einfach an so schöne Sachen oder Personen erinnern. Und der hier im Herbst, wenn es nach Feuer riecht, liebe ich auch. Oder? Toll. Ist richtig gut. Richtig gut. Dankeschön. Gerne mit Ihren Gerüchen weiter zu uns. Bitte nichts schicken. Sie weiter. Wir kommen zu einer Katze, gerade eben schon bei dir Thema. Diese Katze klaut. Merkst du, wie ich total unauffällig die ganze Zeit irgendwelche Katzenthemen hier reinbringe? Und zwar geht es um China. Diese Katze geht jeden Morgen fröhlich los und klaut bei den Nachbarn alles, was nicht niet- und nagelfest ist und bringt es dann zu ihrer Besitzerin. Also das sind dann Schere, alle möglichen Plastikteile, Socken, Dartpfeile und so weiter und so fort. Die Nachbarn sind Gott sei Dank katzenfreundlich, deswegen finden die das gar nicht so schlimm. Und es gibt so eine Rückgabebox, wo die Besitzerin dann die geklauten Gegenstände wieder reinbringen kann. Hier sehen wir sie nochmal. Das ist natürlich schön. Man kennt es von Katzen. Das eigene Fundbüro quasi. Ja, eher, dass sie so tote Tiere anschleppen. Ich wurde noch mal von unseren Zuschauern korrigiert. Das ist nicht aus Liebe, sondern weil Katzen uns für hilflos halten. Und sie halten uns für große, nackte Katzen und sagen, hier komm. Da wollte ich einfach was Nettes über Katzen sagen und dachte, das wäre eine Liebesbekundung. Jetzt ist es halt, weil sie uns für doof halten. Ja, so ist es. Schöne WG. Wir kommen zu der App, die wir wahrscheinlich am meisten nutzen. Und wir müssen uns umgewöhnen. Es gibt ein neues Design bei WhatsApp. Genau, und zwar bei Android ist das schon zum Teil ausgerollt. Da sieht man zum Beispiel, dass man in die Einstellungen nicht mehr über die drei Punkte kommt, sondern jetzt schon über das Profilbild, was da eingeblendet wird. Ist schon der erste Hinweis darauf, es soll ja bald die Funktion kommen, über eine App mehrere Profile gleichzeitig nutzen zu können. Also zum Beispiel dein dienstliches Profil und dein privates Profil. Und auch schon bei einigen Android-Usern sieht man, dass die Farbgebung sich ändert. Also statt weiße Schrift auf grün gibt es dann grüne Schrift auf weiß oder schwarz, je nachdem, in welchem Modus man ist. Und die Tabs, also die Reiter, wandern von oben nach unten. Ist auch schon zum Teil ausgerollt. Wie es dann für iOS wird,
Da wird sich sicherlich auch noch mal, da werden wir sicherlich auch Änderungen im Design sehen, aber ob es jetzt so wie bei Android ist, werden wir weiter beobachten. Immer ein bisschen später dran, die iOS-Geräte, ne? Manchmal so, manchmal so. Okay, kommen wir zum Tanzen. Ja. Oder wollen wir erst das Rezept machen? Oh, nee, du bist jetzt ein bisschen scharf, du bist scharf aufs Tanzen. Ja, ja. Wir kommen zum Tanzen. Es gibt ja diesen Trend, dass man so Hochzeitstänze ein bisschen lustiger macht. Und da haben wir gesagt, da fehlt eine Frühstücksedition. Genau, ihr hattet ja eine vorherige Edition schon mal gemacht, aber jetzt kommt also die Frühstücksedition, die Dusche. Man sieht es hier sehr gut, du bist die Dusche, Alina duscht sich. Dann gibt es natürlich auch noch den Klassiker, den wir jetzt einführen als neuen Klassiker, das Fahrradfahren, na klar. Da können Sie, liebe Zuschauer, übrigens auch bei uns auf Instagram sehen, wie die Entstehungsgeschichte von diesem Move ist. Der Koffein-Junkie, da sind wir wieder beim Thema Kaffee. Und auch nicht schlecht, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, der Schrank auf und so, ne? Das kennen wir alle, das Problem. Thema am frühen Morgen, ja. Und die Morgentoilette noch, keine Frage, Zähne putzen und schminken. Du putzt hier ein bisschen aggressiver die Zähne als manche andere von uns, aber dann sind sie hoffentlich sauber. Ja, das stimmt. Auch nicht so schlecht. Also da können Sie noch mal bei uns auf Social Media nachgucken, liebe Zuschauer, falls Sie die nachtanzen und bei der nächsten Hochzeit einfach so richtig abliefern wollen. Oder bitte, 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 weil Alina und ich das als Serie weitermachen wollen, schicken Sie mal Ihre Dance-Moves, dann packen wir das quasi in so ein Spezial zusammen. Quasi Frühstücksfernsehen-Fan-Momente. Da hast du dich jetzt aber zu committed. So, ja, habe ich ja wirklich. Haben wir noch Zeit? Und ein ganz schnelles Rezept noch. So, Sushi noch. Für Faule, hast du genau, gesagt. Genau, und zwar, so, hier sieht man schon ein Sushi-Sandwich, einfach die Seealge da einmal in der Mitte anschneiden, mit den Zutaten der eigenen Wahl belegen und dann nur so im Viereck einmal umfalten. Dann aufschneiden, zack, hat man ein Sushi-Sandwich. Wer jetzt wirklich Sushi-Liebhaber ist, wird sich jetzt ein bisschen im Grab umdrehen oder schütteln. Aber haben wir noch Fake-Donuts. Also wir haben alle möglichen Rezepte bei uns auf Social Media. Liebe Zuschauer, gucken Sie mal nach und backen Sie und kochen Sie und falten Sie und sandwichen Sie einfach mal nach. Auch ein Riesenerfolg bei uns in Social Media, ne? Das sind richtige Click-Hits, ja. Vielen Dank, Marie. Sehr gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.